Wiederum stehe ich hier im Domforum. Wie immer sind viele Menschen hier unterwegs. Einzelne Menschen, die zunächst einmal nichts miteinander zu tun haben. Aber sie kommen dann zum Beispiel hierhin und treffen sich und unterhalten sich. Sie treten in eine Kommunikation. Und so wird aus vielen Einzelnen plötzlich eine kleine Gemeinschaft. Sie reden miteinander, sie tauschen sich aus. Die Kommunikation ist ganz entscheidend. Ohne diese Kommunikation, ohne das Gespräch gibt es keine Gemeinschaft. Das wisst ihr selbst. Keine Freundschaft kann bestehen, wenn man nicht miteinander redet. Aber diese Rede muss ehrlich sein, sie muss offen sein, sie muss aufrichtig sein. Jede Lüge ist eine Antikommunikation, ein Antigespräch. Das raubt Vertrauen und man weiß nicht, wo man beim anderen dran ist. Daran erinnert uns das 8. Gebot. Du sollst kein falsches Zeugnis geben über deinen Nächsten. Das heißt, du sollst natürlich nicht einen anderen belügen, nicht eine Unwahrheit über einen anderen erzählen, aber auch generell die Wahrheit sagen, wahrhaftig sein. Sei so, wie du bist. Sag, was du denkst. Jemanden anlügen ist schlecht. Außerdem, man merkt sich kaum, wem man was gesagt hat und das kommt sehr schnell raus, dass man gelogen hat. Also, das bringt auch gar nichts. Das 8. Gebot erinnert uns daran, es ist gut und wichtig, dass wir miteinander in Gemeinschaft, in Kommunikation, ins Gespräch kommen. Voraussetzung dafür ist die Ehrlichkeit. Ohne Ehrlichkeit keine Gemeinschaft. Daran erinnert uns dieses 8. Gebot. Du sollst kein falsches Zeugnis geben über deine Nächsten.